So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, ne? Denn wir sind hier eingeladen beim Flo im Jaden, ne? Kennst du Jaden? Die haben sogar hier eine neue Tür. Guckt euch das mal an, wir machen mal so ein kleines Unboxing vom Garten. Da müsst ihr hier mal drücken, dass ihr überhaupt mal reinkommt oder was, damit die Hunnes nicht rausrennen. Habt ihr auch Hunnes? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann könnt ihr das hier nämlich wieder zumachen. Jetzt will ich euch mal das zeigen aus der Ego-Perspektive, wenn wir hier reinkommen. Und der Hunnes kommt angerannt. Hunnes, ja! So, den kennt ihr nicht. Der ist nämlich neu, der war schon mal kleiner. Jetzt, wenn ihr hier reinkommt, wir waren ja schon mal hier. Wir haben euch das mal alles gezeigt. Aufmerksame Zuschauer werden das alles kennen, ne? Da hängt Wäsche. Die war letztens auch noch nicht da. Gucken wir uns mal an. Das sieht aus wie ein Handtuch. Das ist, ja komm, das ist dasselbe, nur in grün. Also theoretisch, vielleicht findet man noch welche, ich weiß es nicht. Hier Gartenbereich, sieht man, ne? Wunderbar. Hier war irgendwie mal so ein Teich, ist nicht mehr da, dafür... Da ist jemand reingetreten, gut, zum Glück ich nicht. Jetzt ist hier der Hundefriedhof, sieht man, den kennt ihr vielleicht auch noch. Da werden mal Kräuter angebaut. Gut. Hier... Wurde ein bisschen was gemacht, ne? Das ist hier die Feuerstelle, da kannst du abends sitzen, da kannst du ein Lagerfeuer machen, kannst Strümpfe verbrennen, wenn ich an Bob denke, der macht das gerne mal. Hast du Bank, T-Shirts, hast du anderes, Spielplatz, alles bei, Rutsche, bei, Trampolin, bei, gehst du hier rüber, müssen uns beeilen, haben nicht viel Zeit, wir haben nur 8 Minuten, Hilfe! Was? Was möchtest du denn machen? Hallo? Guck, guck! So, was ist das? Die Toilette, genau. Wenn man nämlich mal muss, geht man auf die Toilette. Da hast du recht. So, muss kurz weiter. Toilette ist am Start. Nein, ich zeig dir noch was. Was denn? Die hast du vergessen. Ist das eine Hundehütte? Ja, da ist in meinen Hausschuh drin. Warum sind die Hausschuhe in der Hundehütte? Wohnen die da? Ja. Vor allem ist er hier wie ein Spielteppich so fast. Also kann ich das auch mal den festhalten? Ja, dann halt mal kurz. Und alles, was du da drauf siehst, sehen alle anderen dann auch. Wir wollen das Essen noch filmen, wenn es dann fertig ist, damit wir dann noch essen können. Ja, dann film ich wieder. Ah! Hast du nicht gesehen? Gut. Darf ich nur noch einmal machen? Jetzt lass mich kurz fertig machen. Dann muss ich eh Pause machen, bis wir dann essen. Wenn nach dem Essen, also vor dem Essen, kannst du da noch mal kurz. Wollen wir noch mal hier rüberlaufen? Hier sieht nämlich auch alles anders aus, ne? Hier, guck mal hier, die Brötchen, Hamburger Brötchen, ne? Hier hast du Bier, hier hast du. Hat uns letztens, war ein Geschenk, ne? Kam eine Fanpost an, wer weiß es noch? Schreibt's mal drunter, kleines Quiz. Düsseldorfer Kirche, wer hat die geschickt? Schreibt's mal rein. Wenn ihr genau aufgepasst habt, da sehen wir nämlich dann dran, wer aufpasst, wer nicht, wer den Kanal aktiv verfolgt. Und hier steht jetzt Flo, der Meistergriller, der hat jetzt hier seinen schönen Hängerost einfach weggemacht und hat sich hier einfach einen Kamin hingebaut mit Bärenfell. Da kann er jetzt immer die Burger drin braten. So sehen die dann aus. Warum erzähle ich euch das alles? Was? Ich nehme aber auch so einen von bei der nächsten Fanpost. Der Flo will auch so einen bei der nächsten Fanpost. Wir filmen noch kurz die Zutaten, Ben. Dann kommt die Kamera wieder hier rüber. Huch. Den guckt euch das an, wie lecker Gürkchen, ne? Das sind Tomaten. Hier haben wir Tomaten. Das sind Gurken. Da ist die Zwiebeln, da ist der Salat. Alles am... Wie viel Käse habt ihr denn? Frag lieber, wie viel Soße. Wir wollen nämlich heute Burger machen und haben zwei Spezial-Soßen-Kreationen von Tomi und die wollen wir testen. Und deswegen eigentlich das ganze Video. Aber man muss ja auf 8 Minuten strecken, deswegen muss man da vorne rumreden. Also zwei Tomi-Soßen. Wenn die Burger fertig sind, setze ich mich mal hin, zeige euch mal die Burger mit den Soßen. Da habe ich auch noch eine kleine Geschichte dazu. Und dann werden wir mal gucken, wie gut die sind, wie die schmecken und vor allem, ob die zum Burger überhaupt passen. So, die Burger sind fertig. Guckt euch das an. Da ist alles drauf, was drauf gehört. Ne? Da hast du Brötchen, da hast du Salat, da hast du Gurken, da hast du Tomaten, da hast du Zwiebeln, da hast du Mayonnaise im Zwiebelring. Da hast du
Fleisch und dann hast du Käse. Wenn wir euch das mal so rum zeigen, sieht das ungefähr so aus. Hier, Mayonnaise, Zwiebelring, Käse, alles bei. Und jetzt haben wir im Kaufland zwei heftige Tomi-Soßen gefunden. Das ist nämlich einmal die grüne hier. Diese Tomi-Chili mit Jalapenos. Und ich finde die eigentlich voll cool, weil es steht direkt hier oben immer mit dabei. Probier mich mit Steaks und Würstchen. Und hinten noch ein kleiner Infotext. Wusstest du, dass man sich die Verträglichkeit von Schärfe antrainieren kann? Viel Spaß beim Trainieren mit dieser Soße. Und als zweites haben wir hier diese Tomi-Burger-Soße mit Zwiebeln. Ist also so leicht. Ja, was will man sagen? Orange oder irgendwas? Steht auch extra oben dabei. Passend zu Burger und Pommes. Und hinten noch ein kleiner Infotext. Wusstest du, dass der Begriff Hamburger tatsächlich mit der Stadt Hamburg zusammenhängt? Deutsche Einwanderer brachten die Hamburger Frikadellen in die USA. Später übernahm man diesen Begriff für die weltbekannten Hamburger. Ist also sehr cool gemacht, finde ich. Gibt es mehrere Flaschen, mehrere Editionen, mehrere Sorten. Da gab es auch noch eine... weiß ich gerade gar nicht. Normal steht aber hinten, kennst du schon, und da stehen nur noch 10 andere. Irgendwie ist das alles von Nestle, sehe ich auch gerade. Das Lustige ist, wir waren im Kaufland, wir haben die gesehen, da gab es diese Soßen mit einem Gutschein dran. Wenn du 2 Tomi-Produkte kaufst, sparst du 70 Cent. Der Gutschein ging aber erst ab 1.4. Jetzt waren wir da am 28.3. oder irgendwas, keine Ahnung. Ging also nicht, habe ich gesagt, okay, das nächste Mal, wenn wir reingehen, nehmen wir das mit, ne? Kaufen wir uns mal vielleicht so 2 Soßen. Natürlich, als wir dann dort waren, nach dem 1.4. gab es die Soßen, aber die Gutscheine natürlich nicht mehr. Haben sie die Box wieder weggehangen. Hätte man sich also mitnehmen müssen, hätte später das einlösen müssen. Jetzt möchten wir das Ganze mal probieren. Ich möchte euch nochmal aber ein Bild zeigen, wie das hier aussieht, mit den 2 Soßen dabei, vielleicht fürs Thumbnail, dass man das so sieht. Bitteschön. Wir probieren zuerst einfach mal die Tomi Chili mit Jalapenos. Dafür lege ich das Burgerfleisch mal hier oben auf diesen Burger und tue die Soße einfach mal hier unten aufs Brötchen drauf. So, wir machen jetzt hier einen schönen Kringel. Das kann richtig schön fruchtig sein. Jetzt packen wir das rum hier hin, machen das wieder zu. Drehen den Burger mal um, beißen da mal rein, probieren mal, wie das schmeckt, auch wenn hier der ganze Salat natürlich noch zusammenhängt. So, da ist ein Burger, guckt euch den an. Einfach ein Flohburger aus dem Flohgarten mit Flöhen. Wir beißen jetzt einfach mal rein und gucken mal, wie das schmeckt. Mmh. Und? Die Soße tropft auf jeden Fall raus. Bei mir auch immer auf den Trampolin. Burger sind sowieso das Beste, was man eigentlich essen kann. Immer schön frisch, einfach durch das Ganze. Durch den ganzen Salat, die ganzen frischen Zutaten, die da drauf sind. Das Fleisch ist wunderbar. Die Soße schmeckt etwas scharf, aber auch irgendwie etwas süßlich gleichzeitig. Und hier ist ein Film. Passt irgendwie dazu, müsste ich sagen. Wir haben aber zusätzlich natürlich noch die Burger-Soße. Wir beißen noch einmal ab, bereiten uns den zweiten zu, gucken dann mal, welche die bessere für beide ist. Gucken. Kannst du dann auch mal gucken? So. Was dann? Wir packen den jetzt wieder hier rüber. Machen die andere Soße auf. Nur noch kurz die Hände sauber machen. Irgendwie ist die Kamera sowieso sonst wie. Jetzt ist der Hund auch noch da. Bruder, was geht ab? Probieren mal die Burgersoße mit Zwiebeln. Heute Special Guest Edition. Die ist auf jeden Fall viel dickflüssiger. Die sieht viel cremiger aus, dickflüssiger. Ihr seht schon die Zwiebelstückchen, die da drin rumfliegen. Die andere kannst du mit einer Zigeunersoße gleichsetzen oder mit irgendeiner Salsa, sag ich mal. Mit einer... Doch. Wie sagt man denn dann dazu? Das ist dann eine Paprikasoße oder was? Okay. Jetzt packen wir mal die
Burgersoße auf die Burger. Diese dicke Burgersoße mit Zwiebelstücken. Irgendwie merke ich gerade recht wenig. Obwohl eine kleine rauchige Note kommt auf jeden Fall durch. Was machst du da? So. Legen wir mal ab. Kleines Urteil. Die erste ist also irgendwie fruchtiger. Diese Chili Jalapeno ist fruchtiger. So Steaks und Würstchen, ich glaube, klar, zu einem Steak, wenn ihr da wirklich einfach nur so ein Stück Fleisch vor euch habt und alles, wenn ihr so eine fruchtige, leckere Soße dazu habt, passt sie auf jeden Fall wunderbar dazu. Burger mit Zwiebeln hätte ein bisschen kräftiger jetzt sein müssen. Vielleicht war das auch einfach zu viel anderes Zeug da drauf. Ich habe die Zwiebeln jetzt gar nicht so gemerkt. Wir haben die eigenen Zwiebeln vom Burger bei uns mit drauf. Und ansonsten, weiß ich nicht, kann ich nicht großartig was kritisieren. Hätte ich natürlich jetzt Bock gehabt, die anderen Soßen auch noch zu probieren. Habe ich leider nicht. Weiß auch nicht, ob es sie noch gibt. Waren mal in der Werbung sozusagen, waren ausgeschrieben. Kann ich aber empfehlen trotzdem erstmal. Aufmachung finde ich auf jeden Fall cool. Auch, dass immer direkt oben direkt ersichtlich ist, für was das ist. Und dass immer hinten noch ein kleiner Infosatz dabei ist, dass ihr genau wisst, was es damit auf sich hat. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Mir tun so die Füße weh. Mal gucken, wie ich das alles zusammenschneide. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.